Willkommen auf Movie Stars Forever. Heute befassen wir uns mit den Stars der Serie Hör mal, wer da hämmert aus den 90er Jahren. Was ist aus den Stars von damals geworden? Wie alt sind sie heute und wie sehen sie aus? Auf geht's! Wie heißt die beste Heimwerker-Sendung der Welt? Tooltime! Richtig! Tim Taylor, der Heimwerker-King. Familienvater und Moderator der Heimwerker-Sendung Tooltime. Tim Taylor, gespielt von Tim Allen. Tim Allen ist heute 69 Jahre alt. Albert L. Borland war der Assistent der Sendung Tooltime. Gespielt von Richard Kahn. Richard Kahn ist heute 66 Jahre alt. L. und Tim waren auch privat miteinander befreundet. L. war genau das Gegenteil von Tim. Ruhig und professionell. Jill Taylor war die Serienehefrau von Tim und Mutter von ihren drei gemeinsamen Söhnen. Patricia Richardson ist heute 71 Jahre alt. Der älteste Sohn war Brian Tyler, gespielt von Zachary Taylor, er ist heute 41 Jahre alt. Der mittlere Sohn war Randy Taylor, gespielt von Jonathan Tyler Thomas, er ist heute ebenfalls 41 Jahre alt. Der jüngste der drei Brüder war Mark Taylor, gespielt von Tara Noah Smith, er ist heute 38 Jahre alt. Der beliebte Nachbar von den Taylors war Wilson Wilson Jr. Er war immer gut für Ratschläge. Gespielt von Earl Hindman. Leider verstarb Hindman im Jahre 2003, mit 61 Jahren. Heidi. Heidi war das Aushängeschild von Binford Werkzeug. Gespielt von Debbie Dunning. Debbie ist heute 56 Jahre alt. Wusstet ihr, dass Debbie erst ab der dritten Staffel dabei war? Vorher war es Lisa. Lisa wurde damals von Pamela Anderson gespielt. Pamela ist heute 55 Jahre alt. Das war's von den Taylors und Tooltime. Wenn euch solche Videos gefallen, dann abonniert den Kanal und gebt einen Daumen hoch. Teilt eure Erinnerungen in den Kommentaren.